Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Horizon Zero Dawn mit der guten Eloy und mit mir, dem Gobinski. Und ihr dürft auch gerne Gorbi zu mir sagen, ne? Wir sind ja fast schon per Du. Und ja, wir sind hier auf dieser Kroko-Insel und sollen Luck hier finden für einen kleinen Nebenauftrag. Und das machen wir doch jetzt mal. Ich hoffe, die Krokodile sind nicht zurück, denn dann hätten wir ein Problem. Die hören sich halt sehr, sehr nah an. Da drüben müssen wir auch noch looten. Der ist hier irgendwo auf der Insel verschollen. Das brauche ich später noch. Das stimmt. So, wo ist die Spur markieren? Okay. Gucken wir mal, wo der sich versteckt hier. Ist natürlich die Frage, geht es in die Richtung? Ne, hier ist er runtergelaufen. Und nu? Hier ist Ende der Spur. Na, da geht die Spur weiter. Mehrere, ne? Nein, 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 du siehst mich nicht, du kleiner Arsch. Ich habe alle jetzt auf gut Glück geschossen. Er kommt eh mal hoch hier, jungen Hüpfer. So sieht's nämlich aus. Yeah. Fabermarker. Da kommen sie. Wo denn? Wer denn? Sind doch alle tot. Danke. Oh, da ist noch einer. Ist er hingelaufen und dann. Bei der Sonne, bei der Sonne. Was ist das? Erfülle mich mit Wonne. Gesang? Ich gab dem Biest den Rest, doch dann verpasste ich das Fest. Guckt euch den an. Ich dachte nicht, dass man mich findet. Und schon gar nicht eine Nora. Und ich dachte nicht, einen halbnackten Kaja zu finden, der Trinklieder singt. Bitte entschuldige mein Verhalten. Ich dachte, ich wäre tot. Dann komm. Dein Hauptmann will, dass ich dich zum Tagturm bringe. Ich weigere mich, von einer Nora geführt zu werden. Mimi! Gefangener. Gut, dann geh doch allein. Warte. Ich hatte einen Kampf mit einem Schnappmaul. Er hat meine Rüstung und meine Bogen verschlungen. Der Dieb ist noch da, im Wasser. Ohne meine Waffe kann ich nicht zurück. Finde den Bogen, bitte. Ich hole ihn, aber bitte sing nicht mehr. Aber bitte sing nicht mehr. Geil. Okay. Auf der anderen Seite im Wasser. Wir müssen auch noch die Krokodile looten, ne? Da hinten. Und das mache ich jetzt zuerst mal nach. Kann ich im Wasser auch nicht looten oder was? Was ist denn das für ein Mist? Das ist ja kacke.
brauche ich da auch nicht hin. Hier war doch dieser epische Kampf letzte Folge zwischen diesen Vögeln und dem und den Krokodilen, ne? Wo sind die hin? Dafür darf ich den looten, obwohl ich den gar nicht getötet habe. Der hat den Bogen dabei, jetzt verstehe ich's. Jetzt habe ich's verstanden. Wo kommen die Geräusche her? Hier ist niemand mehr. So. Hier ist dein Bogen. Dann viel Glück. Danke. Ich wollte nicht in der Fremde sterben, wie meine Männer. Möge die Sonne mit ihnen sein. Gott, ich denke mal, es ist vorbei jetzt. Okay, Auftrag abgeschlossen. Was machen wir als nächstes? Ich habe hier gesehen, ich habe noch eine Sidequest. Stufe 15. Jan, ein junger Nora, macht sich Sorgen um seine Schwester Nakoa. Sie hat das heilige Land verlassen, um den Mörder ihres Vaters zu finden. Hört sich doch gut an, rede mit Solai. Was ist denn das hier eigentlich? Verderbte Zone Stufe 20. Die können wir eigentlich auch mal schnell mitmachen. Würde ich sagen. Wenn wir schon mal hier sind. Schwimmen wir mal bei dem da drüben vorbei. Vielleicht ist doch nur ein Bug. Und ich kann doch looten im Wasser. Aber ich höre halt die ganze Zeit auch noch irgendwelche Viecher hier, ne? Ich glaube, die kann ich looten. Verderbte Zone Stufe. Oh, wir haben noch eine Stufe 18 verderbte Zone. Ja gut, machen wir erstmal die, ne? So. Erstmal ein bisschen auskundschaften. Okay, sind diese Vögel. Die gehen ja, ne? Was haben wir hier noch? Oh, ist das ein Verderber? Ein Plünderer, okay. Ich sehe bisher nur drei. Was ist das hier noch? Ein Schnappmaul, aber ein normales. Den Plünderer kriege ich, glaube ich, so. Den kann ich so ausschalten. Wenn die mir nicht in die Quere kommen. Ich muss nur da vorne hinkommen. Dann schaffe ich den. Aber nicht, wenn die hier so rumstehen und gucken. Der läuft doch ganz da oben rum. Ne? Dann könnte ich eigentlich den erstmal da oben ausschalten. Komm, lass ab von mir. Oh, Jesus.
Hat der mich jetzt schon gesehen? Ach du Scheiße. Ist hier keiner, wo das Gras irgendwo? Mensch. Ich glaube, ich bin sicher. Naja, kurze Zeit. Ich will aber... Wo ist denn die Spur des Plünderers hier? Da ist hohes Gras. Da kann ich den töten. Da kommt er. Gar nicht der, kann das sein? Das sind zwei, oder? Ich will erstmal den Plünderer ausschalten. Ah, der kommt auch hier vorbei, okay. Nein, kommt er nicht. Scheiße. Von dem will ich den. Der kommt hier vorbei, okay. War aber noch einer, da war noch ein Plünderer. Der ist doch von hier hochgelaufen. Okay, weil den kann ich hier schön metzeln. Das ist gut. Das war's. So lange warte ich jetzt noch kurz ab. Aber die Vögel sind ein bisschen stärker als die Plünderer. Den Plünderer habe ich dann auf einmal. Vielleicht kann ich mich dann sogar nochmal verstecken, bevor die Vögel aggro werden. Komm schon, Junge. Scheiße. Und Action. Und 1, 2, 3. Instant down. Super. So, von dem her Spur. Okay, der kommt hier nicht vorbei. Und der andere? Auch nicht. Gut, das heißt, ich bin hier hinten dran auch sicher. Sind so amok die Vögel manchmal, ne? Wo ist der zweite? Ich hab's gewusst, dass der irgendwann kommt. Fuck.
Ich will eigentlich erst einen anderen machen. Oh, natürlich die verderbte Zone dadurch steht. Die sind so schnell, ne? Oh, fuck. Was, keine Munition? Ist tot? Ja, ist tot. Cool. Oh, verderbte Zone gereinigt, ne? Aber die sind schon fies, die Vögel, muss ich sagen. Das ist die Verderbten. Schon krass. Naja. Erstmal alles looten, was es so gibt, ne? Ach nee, ich habe einen Heiltrank genommen, Steph. Oh Mann. Ja, hier liegt einiges rum in der verderbten Zone. Hä? Ja, habe ich es jetzt gelootet? Ja. Das nehme ich für unterwegs mit. Klaro. So, hier noch ein paar Heilkräuter. Warum in der verderbten Zone Heilkräuter wachsen? Muss man auch nicht verstehen, oder? Na, da gucken wir mal, ob es hier noch irgendeinen Schatz gibt. Reinhold Messner? Sonst anscheinend nichts. Hallo? Warum kann ich denn nicht anvisieren? Jetzt. Füchsen lasse ich mir nicht entgehen. Ich hoffe, er hat fettes Fleisch dabei. Jawohl. Sehr schön. So, nächste Quest, ne? Würde ich sagen. Hier haben wir noch eine 15er. Ein 16er Auftrag, ne? Hier, das machen wir erstmal, ne? Das haben wir ja gesagt. Wo muss ich hin? Okay, ist gar nicht so weit. Hinreisen. Jawohl, reisen. Das machen wir heute noch. Und dann geht's morgen weiter. Komm, also die Ladescreens hätten sie echt ein bisschen lower machen können. Das ist echt schade. Und meine Blaze wird super warm. Keine Ahnung. Könnt ihr mal schreiben, ob das normal ist? Ich habe keine Ahnung. Solltest du ein Banditenlager geräumt haben, werden ein Händler und ein Schnellreisepunkt verfügbar. Das weiß ich schon.
Ich habe 5 Punkte mittlerweile. Soll ich das hier auch noch machen? Der Gegner am Boden schädigt. Auch cool, ne? Ja, das machen, nehmen wir alles mit. Oh, lange Ausweichrolle, auch cool. Kostet aber 3, das ist das nächste, glaube ich. Weil man sieht ja, man hat ja in der Folge jetzt besonders gesehen, ich nutze das schon recht oft, ne? So, gucken wir mal. Er ist bei Großmutter sicher, was immer mir auch geschieht. Er wird in Sicherheit sein. Mutterkrone. Wo muss ich hin? Bist du Solai? Jan sagte, deine Nichte wäre hier gewesen. Nakoa. Dazu habe ich nichts zu sagen. Bitte, was? Ich möchte nur helfen. Ich bin Sucherin und will nach Norden. Jan bat mich, sie zu suchen. Was du mir sagst, bleibt unter uns. Ich gab ihr Proviant für die Reise nach Norden. Sie wollte zum Tagturm auf der Suche nach Said. Ich konnte sie nicht aufhalten. Tagturm? Kannst du mir etwas über den Tagturm erzählen? Das ist ein Kaja-Fort direkt an der Grenze. Sie sammelten dort Nora-Gefangene, um sie nach Meridian zu bringen und töten zu können. Ich wollte Nakoa aufhalten. Was will eine Nora ausrichten? Es war zwecklos. Sie ist besessen davon, Said zu finden. Was weißt du über Said? Er ist tollwütig, ein Mörder. Der schlimmste der roten Räuber. Er tötete meinen Bruder und Nakoa sah alles mit an. Ich bat sie zwar nicht zu gehen, doch ein Teil von mir wollte es. Ich will seinen Tod ebenso sehr wie sie. Du weißt nicht, wie das ist. Er verstümmelte meinen Bruder und doch bewegt er sich frei unter den Kaja? Ich verstehe. Besser als du glaubst. Oh ja. Ich suche Nakoa, wenn ich zum Tagturm komme. Sie kann nicht zurückkommen. Die Stammmütter erlauben es nicht. Aber ich wäre dir dankbar, wenn du sie finden und ihr helfen würdest. Und bitte, behandle die Sache vertraulich. Werde ich. Versprochen. Alles klar. Das machen wir so. Wo müssen wir da hin? Begib dich zum Tagturm. Oh, das ist eine Weltreise, aber da waren wir ja schon. Das ist ja ganz cool. Tagturm. Alles klar, da gehen wir nächste Folge hin. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Abonnieren nicht vergessen.